Hallo und herzlich willkommen zum 23. Adventstürchen. Ja, morgen ist Weihnachten. Und naja, was passt mehr zu Weihnachten als Schnee? Wir spielen Slalom 1986 von Rare. Noch älter als Snake Red and Roll. Worum geht es in Slalom? Ja, wir müssen Slalom fahren. Die Musik kommt mir ein bisschen bekannt vor. A la Mash Rider. Würde ich sagen. Autsch! So, einmal schön durch die Fahnen. Aua! Nur kurz vorm Finish. Na. Haben wir es geschafft? Snowy Hill. Okay. Wir müssen es in 1,45 schaffen. Immer schön durch die. Autsch. Das ist ziemlich cool, es macht auf jeden Fall richtig viel Bock. Ach, shit. Muss schon aufpassen. Oha. Könnte eng werden. Kann man nur noch durch fahrerisches Können ausgleichen. Oh, wir haben es nicht geschafft. Schade, müssen wir es nochmal probieren. Waren wir nicht gut genug. Weiter? Ah, Name brauchen wir nicht. So, also nochmal die Qualifizierung. Probieren wir es nochmal. So. Wird doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen hier, oder? Na, sag ich doch. Wenn wir schon aufpassen. Ist halt ein Klassiker. Auch übrigens ein Bienengräber-Spiel. Ich hatte mal gesagt, das sind die NES Nintendo, direkt Nintendo Games mit dem blauen Label und die nennt man Bienengräber. Warum müsste ich nochmal hinterfragen? So. Weiter geht's. Jetzt müssen wir uns anstrengen.
Shit. Was darf nicht passieren? Das ist gar nicht so leicht. Wird eng. Aber ich glaube, wir sind nicht gut genug. Ich glaube, das war's nicht. Na gut, okay, wir haben es zumindest probiert. Na, das war auf jeden Fall Slalom fürs NES. Natürlich, hier im Dezember. Und wie gesagt, es ist nicht unbedingt mega leicht. Aber es ist trotzdem cool. So. Nee, das war's dann auch schon. Nicht nochmal. So, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir da einen Kommentar, ein Abo wäre schön, Däumchen wäre träumchen und ich sag mal, bis zum letzten Adventstürchen hier im Dezember. Also, macht's gut, ciao, ciao, euer Retro-Basti.